Hallo, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 31. Oktober 2020, 1848 hier auf Luna Eye. Bis heute um Mitternacht feiern wir ein super besonderes Halloween-Event, Jux und Gruselei. Alle verkleiden sich oder verschenken Süßes an Leute in Verkleidung. Das wird ein Spaß. Von hier aus kann ich zwar keinen begruseln, aber mein Hut sorgt hoffentlich für Halloween-Stimmung. Absolut, Melinda, dein Hut ist der fescheste, den ich ever gesehen habe. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß durch einen. Dankeschön. Cool, geil. Halloween-Event. Das heißt, der Jakob ist bestimmt da. Und deswegen ist auch der Grund, warum wir heute da sind. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich freue mich extrem, dass ihr da seid. Oh mein Gott. Als erstes fällt mir die Hintergrundmusik auf. Die hatten wir auch im Trailer zum Oktober-Event. Und es scheint offenbar das Halloween-Theme zu sein. Geil, das hört sich voll cool an. Ich liebe das. Ich will das bitte haben als Musik, als Schallplatte. Okay, also folgender Plan heute, Leute. Erstmal hier kurz schnell auf die aufs Dings gesetzt. Ich gucke mir natürlich an, was das Event so mit sich bringt für sich. Ich meine, wir haben den ganzen Oktober lang Bonbons gesammelt, damit wir heute irgendwie mit Jakob so ein bisschen tauschen können. Wenn er da ist, ich denke schon, weil das war der Tag, an dem er kommen wollte heute. So, dann würde ich ein bisschen noch dekorieren, dass wir noch einen Teil von den Kürbissen umsetzen, die wir jetzt noch haben, damit wir da noch einen sinnvollen Gebrauch für haben. Weil wir haben ja den ganzen Oktober die Kürbisse gefarmt. Und dann würde ich mir was überlegen für die Community, weil ich wollte am Ende der Folge, beziehungsweise die zweite Hälfte der Folge, wollte ich dann die Insel öffnen und mit der Community ein bisschen Halloween feiern, so. Ich hoffe, dass dann ein, zwei Leute kommen. Das wäre voll schön. Mal gucken, was wir machen. Ich habe irgendwie noch das Glücksrad. Ich habe auch dieses Schwarz-Weiß-Glücksrad von Kevin war das, glaube ich, damals. Vielleicht mache ich damit irgendwas. Mal sehen. Ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Mal sehen, wie wir es machen im Endeffekt. Und wenn wir dann zum Schluss alle einfach nur zusammensitzen, ist auch okay. Weißt du? Denn Hauptsache, wir haben so ein bisschen was geschafft. So, ich würde mal ganz schnell an die Post gehen. Gucken, was da heute so rumgekommen ist. Ui, oh, geil. Guck mal. Marina hat uns was geschickt und das Mine-Programm auch. Warte mal, wir fangen hier an. Vielen Dank, dass du das genug mein. Okay, das war, glaube ich, die Straßenlaterne, die wir noch bestellt haben. Liliana hat uns was geschrieben. Weißt du, Nigoki, manchmal bin ich gern allein. Doch nach einer Weile ist es einfach zu viel des Guten. Dann fühle ich mich einsam und hätte gerne Gesellschaft. Um ehrlich zu sein, war das ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Sag mal hallo, Liliane. Sehr gerne, Liliane. Das machen wir doch. So, Beate hat uns zweimal geschrieben, aber ich gucke erstmal, was das. Was das hier war? Das war eigentlich ein Doppelt, das ist eine Kiefernbonsai, ja. Den hatten wir doppelt. Ich pack den mal hier aus. Straßenlampe, geilo. Warte mal, die werde ich gleich mal aufstellen. Ganz fix, die Bohne. Ich liebe diesen Soundtrack, der läuft. Das ist voll cool. I love it. Okay, wir müssen es irgendwo hinstellen, wo es wirkt. Eventuell hier mit hin, auf die Seite. Also es muss auf jeden Fall an der Straße stehen. Oder hier eventuell. Ah, da ist er. Cool. Oh, ich rede gleich mit dir. Ist das so cool. Warte mal, wenn wir hier ist, glaube ich, ein guter Platz dafür. Okay, warte. Weil dann sieht man sie trotzdem. Ist ja relativ hoch, das Ding. Yes, finde ich gut. Und das wirkt auch gut. Warte mal, ich will dich aber noch eins hochschieben. Machen wir so. Cool. Yes. Geilo. So, Jakob, hallo. Süßes oder Saures? Oh Gott, wie er redet. Ich bin Jakob, der Prinz von Halloween. Dies ist die Nacht für schauerliche Neckereien und süße Leckereien. Kommt zu mir, Halloween ist hier. Ah, es war so aufregend, diesen Tag näherrücken zu sehen. Ich hatte direkt Gänsehaut. Jetzt ist es soweit und ich brauche einen Gehilfen. Sag mir, Kürbiskopf, denkst du, du hast das Zeug dafür? Aber absolut. Na klar. So lobe ich mir das und natürlich belohne ich gute Arbeit meiner Untertanen auch prinzlich. Du fragst dich sicher, was das für eine Arbeit ist, richtig? Pass auf, bring mir Süßigkeiten. Ah, aber du hast gar keine Süßigkeiten. Ohne Süßigkeiten keine Belohnung, Kürbiskopf. Es ist mir gleich, ob du welche kaufst oder jemanden zu Hause heimsuchst, um welche zu bekommen, okay? Hauptsache, es sind deine Süßigkeiten und dann meine. Und jetzt geh, schnell, eile und huldige mir mit Süßigkeiten, mein Untertan. Sehr gerne, Jakob. Okay, also wir sollen ihm die Bonbons bringen. Ich denke mal, das meint er mit Süßigkeiten. Machen wir sehr gerne. Machen wir sehr, sehr gerne. Ich gehe mal hier direkt erstmal zu Quetzal. Der ist noch zu Hause. Ach nee, warte mal. Erstmal, ganz schnell, will ich hier diese Bastelanleitung loswerden, weil die stört mich schon eine ganze Weile lang. Ich gehe mal schnell zur Bastelanleitung. Oh, Wolli! Hallo, Halloween ist da.
Die Insel ist so gruselig und süß gleichzeitig. Spitzi, heute Nacht geht's um Streiche und Süßigkeiten und darum, sie mit anderen zu teilen. Halloween-Gesetz. Wenn jemand nach Süßigkeiten fragt, du rückst nichts raus. Dann gibt's einen Streich. Das wird voll super. Okay, echt, ja? Süßes oder Saures, her mit den süßen Schätzen oder erleide die schröcklichen Konsequenzen. Moment, Auszeit, du hast keine Süßigkeiten dabei? Also wirklich überhaupt gar keine? Da läufst du heute Abend aber auf mega dünnem Eis. Hier, nimm lieber ein paar von meinen Bonbons. Oh, geil. Dankeschön, Wolli. Cool. Und damit bist du gut gerüstet. Wir Halloween-Freaks müssen doch zusammenstehen, Wuschel. Alles klar. Dankeschön, wie viel hat's mir jetzt gegeben? 3 Stück? Echt krass, wow. Ah, ich wollte noch zu Quetzal. Egal, ich will erstmal kurz das Teil hier loswerden. Damit wir da den Slot freikriegen. Und dann, ich würde noch ein bisschen dekorieren, aber nicht mehr so viel. Ich meine, wir haben jetzt schon viel gemacht, so die ganze Zeit. Aber ich will natürlich wissen, was er uns gibt für die Bonbons, ne? Ich hole mir die alle mal aus dem Dings raus da. Und guck mal, vielleicht haben wir da eine Auswahlmöglichkeit, was wir uns dann auswählen können. Ich bin nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ich mag übrigens den Keulkarpfen. Der sieht cool aus. So, ich weiß nicht, was machen wir zuerst? Erstmal noch die Post holen erstmal, ne? Damit hatten wir angefangen. Und dann gehen wir mal schnell zu Tina. Ich guck mal, ob sie vielleicht ein cooles, gruseliges Kostüm hat für heute. Für den Friedhof. Nee, Friedhof. Dankeschön, Bea. War süß von dir. Etwas flüssiges Gold. Okay. Geilo. Wow, Bea. Komm, wir gucken mal. Erstmal der Friedhof. Blumenstein. Ah, oh, ganz ehrlich, so, nach sowas habe ich gesucht. Yes, das passt voll gut, stimmt. Ah, oh, es ist voll das schöne Gesteck. Vielen Dank, das ist richtig cool, das passt richtig gut dahin. Geilo. So, warte, und dann haben wir hier noch eine Goldkanne. Oh, geilo. Dankeschön, das ist schon die zweite jetzt, die wir haben. Aber die behalte ich sehr gerne noch in Ehren. So, okay, dann weiter die Post. Ich spiele heute übrigens mit den Joy-Cons, mal ausnahmsweise, weil mein Pro-Controller, der ist gerade leer gegangen beim Starten. Den habe ich jetzt angeklemmt und habe einfach die Joy-Cons genommen, das geht auch. Sonja, ein kleines Halloween-Geschenk für dich. Ein Konzertflügel nur Vielen Dank. Wow, dankeschön. Boo, Happy Halloween, schreibt die... Boo. Juicy, ein herzliches Boo zurück an dich. So, erstmal hier kurz... Konzertflügel, das ist ein Insider zwischen mir und der Sonja. Vielen Dank. Ich freue mich darüber, Sonja. Cool. Und dann noch 2 von der Marina. Gespenster spuken vor sich hin, mit vielen Streichen in ihrem Sinn. Danke. 1, 2, 3, Geister kommt herbei, gibt uns schnell eine Nascherei. Und dann ist der Spuk auch schnell vorbei. Happy Halloween, die Hexenmarina. Dankeschön, Hexenmarina. That's so nice of you. Und dann noch Serenada. Cool. Geilo. Da freue ich mich drüber. Ey, ihr seid so süß, wirklich. Das ist so cool. Komm, wir gucken jetzt mal, was... nochmal Bonbons. Crazy. Das ist so cool. Pass auf, da haben wir da 14 Stück. Oh, Laublagerfeuer. Das klingt cool. Zeig mal her. Ich weiß, wie meine Laublagerfeuer... Dankeschön, Marina. Voll süß. Komm, wir gucken uns das gleich mal an. Okay, also Leute, bitte verbrennt kein Laub. Das erstens stinkt es super ekelhaft und ihr setzt das ganze CO2 frei, was im Laub gefangen war. Und es ist nicht so gut. Für alle. Aber ist cool so. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte. Das ist jetzt nicht das richtige Zeichen, umweltmäßig. Also bitte kein Laub verbrennen. Auspacken. Traumsteine-Coupon. Okay, geil. Okay, dann haben wir das erstmal. Ich würde erstmal ein bisschen freien Platz schaufeln. Wir müssen sowieso nach Hause. Da würde ich mal ein paar Sachen ins Lager werfen und die Bonbons rausholen, die wir jetzt hatten da im Laufe der Zeit. Wir haben noch Bonbons liegen auf dem Halloween-Platz, auf dem Tisch, aber die lasse ich da erstmal noch liegen. So, Traumständig-Coupon geht ins Lager hinein, in den Eimer des Unkraut. Das Holz können wir auch wieder reinlegen, dann Lehm. Die Kürbisse, weiß ich nicht, Kürbisturm müssen wir noch aufstellen, Konzertflügel. So cool, ich suche mir auf jeden Fall einen geilen Platz dafür, der ist voll schön. Warte mal, ich zeig euch den mal. Warte mal, kann ich den kurz hier hinstellen? Oh, krass, der ist bestimmt richtig teuer gewesen. Oh, der ist so toll, wirklich. Richtig edel. Wie meine Ohren wackeln dabei. Vielen Dank, Sonja. Das ist voll schön, ich freue mich voll darüber.
So, aber ich muss sie kurz erstmal ins Dingsbums packen. Wir gucken mal, was wir damit machen dann. Kürbisturm können wir noch aufstellen. Das hier ist der Balkonteich. Ne, ich packe ich auch immer ins Lager. Die wollte ich eigentlich für den Friedhof nehmen. Die Blumensterne können wir definitiv für den Friedhof nehmen. Kürbislaterne können wir noch aufstellen. Warte mal, ich leg mal die Laternen alle zusammen hier so. So ein bisschen, dass wir wissen, was ist. Die Goldkanne schmeiße ich auch erstmal ins Lager. Ich habe jetzt noch die normale Kanne dabei. Okay, und was ist das? Blumensterne, okay, alles klar. So, das Erz geht nochmal weg und der Rest ist erstmal okay. Ich meine, wir ernten ja. Oh, warte mal, ich packe mal die Kürbisse auch ins Lager erstmal. Dann mache ich nachher eine eigene Runde mit den Kürbissen. Wir müssen ja auch noch die von heute mit ernten. Okay, so, dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Platz und ich würde nochmal ganz schnell nach unten zoomen und die restlichen Bonze rausholen. Ich weiß gar nicht, auf wie viel die stacken. 14, okay. Haben wir jetzt nochmal, jetzt haben wir 28 Bonbons. Plus die, die wir noch kriegen. Das ist voll viel. Krass, das wäre, jetzt hätten wir jeden Tag Bonbons gekauft. Voll cool. Ja, dank euch. Und wir haben so ein bisschen was gekauft, aber ich habe auch noch ein paar Sachen bekommen, als ich auf anderen Inseln war. Warte mal, hier ist der Quetzal noch. Da gehen wir mal rein. Quetzi! Wollte ich vorhin schon machen. Vielleicht hat er noch ein schönes Bastelrezept oder so. Oder ein paar Bonbons. Ha! Lustig! Oh, ist das cool! Wie er aussieht. Hallo, Quetzal. Du bist also gekommen. Ich habe dich erwartet. Schließlich ist heute Halloween. Wo ist denn dein Kostüm, Kleiner? Ich habe eins an, ey. Wer von mir Süßigkeiten will, muss schon ein gruseliges Kostüm tragen. Aber noch ist ja Zeit. Schmeiß dich in etwas Gruseliges und komm wieder. Ich bin da, Flapp. Okay, alles klar. Das ist eben nicht gruselig genug, unser Superheldenkostüm. Tschüss. Ich gehe jetzt erstmal mit Jakob sprechen und dann gehen wir mal direkt zu Tina, damit wir uns auch anpassen an das Gruselige. So. Ach, guck mal hier, die alle. Okay, wartet. Damit. Oder warte mal, lass uns gleich mal mit denen reden, mal sehen, was sie uns sagen. Aber nicht, dass sie sich auch beschweren, dass wir nicht gruselig sind. Hey Liliane, gib mir Süßes. Also, bitte. Sonst muss ich leider einen Streich spielen, Kröti. Oh nein. Ja, okay, hier, nimm das. Aber nicht 28, bitte. Hier, eins davon kannst du haben. Hurra, vielen Dank, Nigoki. Kriege ich was dafür? Du hast mir Süßes gegeben, also bekommst du von mir das hier, ein Kürbisgirlande. Oh, cool. Dankeschön. Nice. Ein schönes Halloween wünsche ich dir, Kröti. Übrigens kenne ich da eine Emotion, die perfekt für Halloween ist. Ich zeige sie dir, Nigoki. Das bin ich, die dir einen gruseligen Streich spielt. Hast du dich erschrocken? Ein bisschen? Das war nämlich die Emotion erschrecken. Probier sie gerne mal aus, Kröti. Geilo, Dankeschön. Cool. Jetzt lernen wir also die Emotionen. Yeah. Okay, jetzt können wir Leute erschrecken. Cool. Alles klar, also nehmen die auch Bonbons an. Trick oder Trüffel? Na, wie findest du meinen abgewandelten Halloween-Spruch? Meinen abgewandelten. Geht nicht so steil? Pff, ist mir egal. Mann, ist die Beste, ey. Du lässt jetzt sofort was Süßes rüberwachsen, Knuffi. Ja, okay, nimm was. Ihr gebt mir ja auch coole Sachen dafür, also ist voll okay. Hier, bitteschön. Unglaublich, dass das gezogen hat. Dann sag ich mal brav Danke für den Süßkram. Hey, Moment, willst du zufällig einen Lolli? Ich hätte hier einen in einer eher dubiosen Geschmacksrichtung. Ja, gerne. Geil, Dankeschön. Halloween regiert, Knuffi. Lustig, zeig mal her. Ey, ist das echt ein Lolli? Lolli. Essen, wir können ihn echt essen? Okay. Aber ist voll cool. Ich behalte ihn mal. Den können wir noch benutzen. Können wir mit auslegen. Dann kann sich einer schnappen. Gib mir Süßes. Also bitte. Sonst muss ich dir leider einen Streich spielen, vertikal. Ja, spiel mir einen vertikalen Streich. Hier, nimm das. Ah, guck mal. Wir können auch den Lolli weitergeben. Verstehe. Dankeschön. Von dir bekomme ich am allerliebsten Süßigkeiten, Maestro. Geil. Ist voll cool. Du hast mir Süßes gegeben. Also bekommst du das von mir. Ein Kürbis-Tischgedeck. Okay, cool. Das können wir auch benutzen. Danke sehr. Ein schönes Halloween wünsche ich dir, vertikal. Dankeschön. Ich wünsche dir ein waagerechtes Halloween. Warte. Wir gucken jetzt mal hier. Blumenstände. Nein. Tischgedeck. Okay, das kennen wir schon. Aber die Girlande, was ist denn das? Ah, nee. Die können wir offenbar nur zu Hause hinhängen. Okay. Okay, warte mal. Aber da ist der Jakob. Mit dem rede ich jetzt nochmal schnell. Ich will mir das angucken hier alles. Oh, du hast Süßigkeiten für mich. Süßes oder Saures. Reiche mir die süßen Köstlichkeiten Kürbiskopf. Bitte sehr. Da. Ah, guck mal, er nimmt das Bonbon. Hehe, Zeit für Süßes. Hä?
Oh, jetzt hat er das gegessen. Geilo. Marion steht zwar im Bild, aber ist egal. Oh, wie köstlich, Kürbiskopf. Und nun zu deiner Belohnung. Beide deine Augen an dieser fantastischen Belohnung. Ein Jakob-Gewand. Geil. Dankeschön, Jakob. Cool. Fabelhaft, Kürbiskopf. Jetzt kannst du dich deiner wahren Aufgabe stellen. Als nächstes wünsche ich, dass du mir die köstlichsten aller Köstlichkeiten bringst. Lollis. Untertanen, die mir diese Delikatesse bringen, erwartet noch eine weitere unheimlich tolle Belohnung. Ich kann es in den Knochen spüren, Kürbiskopf. Bei den Schatten irgendwer da draußen hat einen Lolli. Gib dem Besitzer des Lollis Süßes und vielleicht überlässt er ihn dir. Kein Preis ist zu hoch, Kürbiskopf. Ich werde dieses Gebiet weiter heimsuchen, also bring mir einen Lolli. Enttäuscht mich nicht, mein Untertan. Wir haben schon den Lolli, voll cool. Mich hungert auch nach weiteren Bonbons. Was immer du mir bringst, lass mich nicht zu lange warten. Aha, oho. Das scheint mir die perfekte Gelegenheit für eine sinistre Halloween-Emotion zu sein. Pass gut auf, Kürbiskopf. Wenn du mir nichts Süßes gibst, wirst du es bereuen. Na, schlottern dir die Knie. Geht so. Hat sich dein Rückgrat in Wackelpudding verwandelt? Geht so. Ich will es doch hoffen, denn für... Was denn dafür ist die Emotion Schocken ja da? Diese Emotion ist perfekt für Halloween. Also viel Spaß damit. Damit bist du der letzte Schrei. Geil, dankeschön. Wow, das war ein Riesentext jetzt gerade. Ich habe die Emotion Schocken erlernt. Schock, schwere Not. Aber cool. So, warte mal ganz kurz hier. Hier, ganz kurz. Ich habe ja den Lolli, den kriegt er gleich. Aber das Jakob-Gewand will ich mir erst angucken. Geil. Und wenn wir jetzt da noch einen Schädel kriegen könnten, das wäre voll cool. So, komm her. Ah, dieser Geruch kenne ich doch. Du hast leckeren Naschwerk im Besitz, oder? Von mir kannst du das nicht verstecken, Kürbiskopf Jakob weiß Bescheid. Süßes oder saures. Komm, gib es mir. Ich muss es haben. Bitte sehr. Cool, jetzt können wir ihm den Lolli geben. Das machen wir gleich. Bitteschön. Da. Nein. Nein, oh doch, aber ja. Fröhliches Halloween. Cool. Die großartigste Süßigkeit von allen. Mein absoluter Favorit. Ein Lolli, Kürbiskorb. Alles andere kann warten. Zeit für etwas Süßes. Lustiger ist das echt auch. Köstlich. Schauer laufen mir über den Rücken. Du hast deine Pflicht bemerkenswert erfüllt. Du verdienst eine besondere Belohnung. Dankeschön. Was ist das? Zeig Jakob etwas Dankbarkeit für diese Kürbiskutsche. Oh, cool. Jetzt haben wir die auch bekommen, offiziell. Aber das reicht nicht, Kürbiskopf. Oh nein, ich will mehr Lollis. Ich brauche mehr Lollis. Bring mir noch einen Lolli, sobald du einen findest. Oder ich sorge dafür, dass wir beide uns freuen. Okay. Cool. Gleich noch eine Kürbiskutsche. Voll cool. Oh mein Gott. Alles klar. Lass uns ein bisschen dekorieren hier noch. Ich werde mal hier noch schnell so einen Kürbisturm hinstellen. Nee, da unten. Da. Mumps. Kürbisturm platzieren. Zack. Und den drehen wir natürlich. Hey, Jakob. Das ist voll geil. Ich liebe das. Das ist voll schön. So, warte. Und dann... hier nicht. Hier haben wir schon genug. Ich meine, so viel Kürbiszeug würde ich jetzt auch nicht mehr herstellen. Oh, guck mal da. Hey, Cleo. Süß, guck mal, wie sie aussieht. Beschenke mich mit etwas Süßem, sonst setzt das etwas... was soll es sein, Mimiau? Hier für dich. Vielleicht kriegen wir noch einen Lolli von ihr, das wäre ja schön. So. Voll cool, ey. Ich bedanke mich herzlich, du hast eine kluge Wahl getroffen. Dafür sollst du auch ein Geschenk haben, und zwar einen Kürbisteppich. Oh, danke schön. Celine ist online, grüß an dich, Lina. Ein angenehmes Halloween wünsche ich dir, Mimiau. Danke sehr. Wisst ihr was, wir gehen jetzt mal ganz schnell zu Tina erstmal, bevor wir irgendwas weitermachen. Ich will mal gucken, was sie hat. Sie hat doch bestimmt irgendwas Cooles. Ich renne die ganze Zeit rum wie so ein Lumpenstrumpf. So. Irgendwas fliegt. Mist, jetzt habe ich es verpasst. Wenn ich jetzt rausgehen würde, wäre es weg. Also, ist egal. Es war zu spät. Da flog das Geschenk vorbei. Oh geil, guck mal, sie hat das Hexenzeug auf jeden Fall. Grüß dich, Tina. Hallo, hallo. Guck mal, vielleicht hat sie auch den Hut. Das wäre voll schön. Also sie hat auf jeden Fall das Zauberergewand nochmal. Also den Zaubererhut. Vielleicht können wir damit so ein bisschen rumlaufen heute. Mal gucken. So. Und Dracula-Zeug. Auch voll cool. Vampirkostüm. Wir haben ja das Schwarze schon. Ich nehme mal das Violette. Das ist voll cool. Das wäre voll schön. Hätte sie auch noch die Zähne dazu. Und die Hexenkleider sind auch... Oh! Knochenkostüm. Geil! Das mache ich. Das nehme ich mit. Auf jeden Fall. Guck mal, und sie hat die ganzen Mumienhelme und so.
Okay, wir haben den Mumienkopf schon. Wir können noch als Mumien laufen, aber ich habe auch dieses Knochen, Knochenschädel. Das mache ich mal. Das ist voll cool. Yes. Okay, warte mal. Haben wir noch irgendeinen. Wir können ja noch einen Hut kaufen. Eine Mütze oder so. Hier, ich nehme mal noch Lehrling in Orange mit und Schuhe vielleicht noch. Warte mal, das wäre die nicht umsonst hier. Aber es gibt keine tollen Schuhe. Nee. Okay, egal. Aber das kurz. Oh Mist, ich hab nicht. Ah, ich hab kein Geld dabei. Shit, Entschuldigung. Verdammt. Doch, doch, ich komme gleich wieder. Entschuldigt. Ach, verdammt. Ärgerlich. Hab ich nicht drauf geachtet. Ich blödi. Schnell, ich muss jetzt zum Nook-Portal. Mit da Geld abholen. Damit wir da was haben. Entschuldigung, Entschuldigung. War krass, wir kriegen jetzt auch noch mal voll viel Halloween-Kram so nebenbei einfach. Wenn wir das eintauschen, die ganzen Bonbons. Süß, die beiden. Guck mal. Tom mit seinen Hörnchen, ey. So, ich brauche mal ein bisschen Geld hier. Komm im Loot-Portal. So, 50 Minuten Bonus-Meilen gibt's nochmal. Dankeschön. So, ich brauche mal ein bisschen Geld hier, bitte. Auszahlung. Was nehme ich denn mit? Ich nehme mal. Ach, ich nehme jetzt nicht so viel. Ich, oder? Warte mal. Nee. 50.000. So. Dann haben wir ein bisschen was dabei, wenigstens. Können wir uns noch was kaufen bei Nipp und Schlepp? Können wir nämlich auch nochmal reinschauen. Danke sehr. So freundlich. Oh mein Gott, ich liebe das. Das ist voll geil. Und Jakob ist voll cool, ganz ehrlich. Er sieht voll cool aus. Und die drei sind hier immer noch am Kram. Ich weiß nicht, ob ich auch wieder mit denen sprechen könnte. Oh, shit. Ja. So, erstmal schnell zu Tina zurück. Krass, dass Skorpione hier rumlaufen ist nicht so gesund. Aber wahrscheinlich werden die angelockt von all den Leuten, die hier rumrennen. Wer weiß. Oder vertrieben jedenfalls. Aus ihren Verstecken. So. Ja, das wäre nett. Großartig. So, dann haben wir das nochmal. Ich hätte gerne hier das Vampirkostüm. Und dazu noch. Ah, nee, gar nicht. Das Knochenkostüm hatten wir ja, genau. Und dazu noch die Lehrlingskapuze erstmal. Das war das erste. Nein. Oh ja, doch. Ja war die Antwort und nein war die zweite Antwort. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Und nochmal. Ich glaube, ich nehme noch einmal Hexe mit. Ich hätte gerne den Hexenhut, diesen gestreiften. Ich finde es schade, dass ich den nicht habe. Ich weiß gar nicht, wo man den kriegt, ehrlich gesagt. Und das, ich meine, wir haben ein Vampirkostüm. Ich will jetzt das Violette nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht so mein Favorit, aber ich glaube, ich habe ein Hexengewand in Schwarz. Ich nehme nochmal ein rotes mit. Das sieht eigentlich auch süß aus. Und ich finde hier diese Eichestrickmützen auch voll süß. Ich nehme die mal in Gelb noch. Und den vielleicht noch. Nee, nichts weiter. Okay. Ja. Nein. So, dass wir da noch ein bisschen was kriegen. Wir haben die Hörnchen auch. Vielen Dank. Dankeschön. So, und dann gehen wir mal schnell nach nebenan und gucken mal, wie wir das machen. Ob ich die Hautfarbe ändern muss? Ich glaube, durch diesen Schädel, den wir haben, also das ist so ein komischer Knochenschädel, sieht man auch die Haut. Vielleicht können wir das irgendwie anpassen, wenn wir uns weiß machen oder so. Mal sehen. So, erstmal alles ausziehen. Und dann gehe ich mal in die Kostüme. Kleider, genau. Und nehme direkt dieses Knochenteil, was ziemlich cool ist. So, und dann Kopfbedeckung nehmen wir einfach diesen Hut. Ich weiß, ich habe einen. Ach, genau, den hier. Skelettkapuze. Geil. Die habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen und ich finde sie super. So, können wir noch eine Brille aufsetzen oder so? Warte. Nee, wir können das nicht. Nee, können wir nicht. Okay, schade. Das war dumm. Kleinen Moment, das wieder. Ah, wir könnten. Wenn wir also noch. Sowas. Sowas würde funktionieren. Aber, ich weiß nicht genau. Nee, das geht nicht. Okay. Also für die Augen könnten wir noch was benutzen. Sowas. Warte mal, oder wir lassen diese Maske auf. Das geht eigentlich. Okay. So, und dann Schuhe. Schuhe können wir eigentlich nur schwarze nehmen. Nee, oder weiße? Warte mal. So eine hier. Ja. Und als Rucksack nehme ich die Dämonenflügel. Wir sind dann quasi so ein Skelettengel. Skelettdämon. Tja, finde ich cool. Okay, cool.
Warte, und dann müssen wir. Brauchen wir noch was? Nö. Ach ne, eine Tasche ist ja, sind die Flügel, ne? Okay, nö, das ist okay so. Zack. Und dann muss ich mal kurz hier ran. Jupp. So. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt die in weiß machen, das könnten wir eigentlich cool. Das könnte gut sein. Und dann gucke ich mal schnell nach der Augenfarbe. Die würde ich mal so eher, genau, so pink. Oh, der Gelb war auch cool. Aber nee, ich lasse die mal so. So gruselig aus. Ja. Nee. Cool. Das finde ich gut. Super. Ich mag das. So, vielleicht noch ein bisschen mit den Bewohnern schnacken, dass wir noch ein bisschen Süßigkeiten kriegen. Aber das können wir auch nebenbei machen. Vielleicht gucke ich mal, dass ich erstmal. Oh, hallo. Da bist du ja nochmal, Cleo. Beschenke mich mit etwas Süßem, sonst setzt es etwas. Was soll es sein, Mimiau? Hier für dich. Kriegst du noch einen Bonbon? Also, ich würde die Lollis dann wirklich aufheben für Jakob, weil er scheint mir cooles Zeug zu geben. Vielen Dank. Ich sehe, du hältst dich an die Gepflogenheiten dieses Festes, Nigoki. Na klar. Da werde ich mich sogleich mit etwas ebenso Süßem revanchieren. Bitte ein Lolli. Cool. Wohl bekommst. Cool. Das ist auch der zweite Lolli jetzt. Dankeschön. Eine weiterhin wilde Nacht. Okay, folgendes. Ich werde mal hier eben kurz die Kutsche hinschmeißen. Dass wir die vielleicht noch hier ein bisschen unterkriegen. Oh, ist nicht genug Platz. Ja, okay. Oder vielleicht hier mit hin. Warte. Wenn das geht, das wäre cool. Warte. Aber ich weiß nicht. Nee, auch nicht. Die braucht halt voll viel Platz, die Kutsche. Oh, Wolli. Süßes oder saures, her mit den süßen Schätzen oder erleide den schröcklichen Konsequenzen. Süßes. So, ich gebe dir auch nochmal einen Bonbon. Yes! Süßes für die Süße. Du bist spitzi glitzi. Und hier ist was für dich. Ein Kürbisbogen. Oh, geil. Dankeschön. Jetzt haben wir den auch offiziell. Das sind alles die Sachen, die wir schon vorher bekommen haben. Fröhliches Halloween. Geil. So, warte mal, da fliegt irgendwas vorbei. Habe ich noch eine Schleuder dabei? Ja, habe ich sogar. Da hinten. Okay, kommen wir da ran. Ich hätte gerne einen schönen Platz gefunden noch für die zweite Kutsche. Die können wir ja irgendwo hier mit auf die Insel schmeißen. Warte, warte, warte. So, so, so. Schwupps. Da kommst du. Ja. Zeig. Was bist du? Nee, Mist. Aber wir können die auch essen, die Süßigkeiten. Ich weiß gar nicht, warum man das machen sollte eigentlich. Ah, Eisenerz, okay. Warum man das machen sollte. Guck mal, hier ist es eigentlich ein guter Platz dafür. Das ist relativ groß. Ich glaube, das könnte passen. Kürbiskutsche platzieren. Super geil, ganz ehrlich. Das passt sehr gut sogar. Also, packen wir noch einmal nach da und noch ein Stück nach hinten. Ich finde die cool. So. Cool. Vielen Dank. So, den Blumenständer, den, wenn wir jetzt schon mal hier sind, ich würde ihn noch mal ganz kurz auf den Friedhof werfen. Dass er da schon mal steht, den können wir dann immer noch umstellen, dann später. Vielleicht erstmal hier mit hin. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Ich glaube, der ist ein groß. Nee. Oder wir stellen ihn hier dazwischen. Geht das? Das geht sehr wohl. Ja, ich muss das mit den Blumen noch arrangieren, so ein bisschen. Das ist jetzt erstmal nur hingeknallt. Ja, ist ja egal. Ich lasse ihn erstmal da stehen kurz. Ist noch nicht fertig. Ich mag unser Kostüm. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, ich würde mal kurz Jakob suchen und gucken, ob ich da noch ein bisschen was reißen kann bei ihm. Ich meine, der ist nur noch einmal im Jahr da. Und die Kürbisse müssen wir noch ernten. Und zu Nepp und Schlepp gehe ich nochmal schnell. Das mache ich auch noch. Hey, Liliane. Gib mir Süßes. Also, bitte. Guck mal, aber man kann es anscheinend so oft machen, wie man will. Mit den ganzen Bewohnern. Solange man Süßigkeiten hat, kriegt man dann immer wieder Sachen. Dankeschön, von dir bekomme ich am allerliebsten Süßigkeiten, Nigoki. Sehr gerne, ich gebe dir auch sehr, sehr gerne welche. Ach ja, ich kann übrigens auch Süßkram für dich. Hier bitte noch ein Lolli, cool, danke. Dankeschön. Ich hoffe, heute Nacht bringt uns beide ganz viel Spaß, Kröti. Hoffe ich auch. So, oh, da ist die Mario noch. Trick oder Trüffel? Na, wie findest du meinen abgewandten Spruch? Ja, super. Guck mal, du kriegst auch was. Solange wir Lollis geben, ist alles cool. So, weißt du? Was mir der Jakob alles gibt dafür. Vielleicht gibt es noch Sachen, die wir noch nicht kennen. So. Das wäre voll schön. Kürbistapete. Dankeschön. Jetzt haben wir den Boden und die Tapete.
offiziell. Vielen Dank. Ah, den Geruch kenne ich doch. Du hast ganz leckeres Naschwerk. Ja. Süß oder Saurus. Komm, komm, gib es mir. Bitte sehr. Pass auf, ich gebe dir einmal den Lodi. Da. Bitte schön. Krass, was ist denn das für eine coole Schrecke, die da sitzt? Nein, nein, oh doch, aber ja. Das ist voll geil, wie er sich freut darüber. Ja, das ist ein Lolli. Stell dir vor, Jakob. Jetzt gib mir was dafür. Iss es und dann gib mir was. Köstlich. Voll cool. Mal sehen, was es ist. Oh, eine Basteanleitung. Okay, cool. Ich präsentiere dir voller Stolz die Basteanleitung für eine... Ah, geil. Okay, aber hat mir die jetzt nicht schon? Warte mal, ich glaube, Marina hat uns die schon geschickt, oder? Am Anfang? Nee, noch nicht. Cool. Krass, jetzt können wir die echt selbst herstellen. Krass, Mann, aber die braucht bestimmt total viel Zeug. Warte mal. Zeig mal, was die braucht, genau. Komm, ganz nach oben zoomen schnell. Das sind super viele Sachen, die wir schon können. Die braucht Orangekürbisse 30, Hartholz 20, nochmal Holz. Also alles Holz und ein bisschen Eisen. Okay, das geht aber. Das geht aber. Das kann man kriegen. Kann man rankriegen. 30 Kürbisse klingt viel, aber es ist nicht so viel. Wir haben es locker. Geil, ich finde es sehr, sehr cool. Vielen Dank. Wo ist er denn jetzt hin? Ich will nochmal eins. Nochmal was. Ah, den Geruch kenne ich. Ja, genau. Ich klicke jetzt einfach weiter, weil er sagt ja immer dasselbe. Happy Halloween. Happy Halloween an dich, Marina. So, und dann kriegst du hier noch den Lolli. Oder schön. Da. Nein, nein, oh doch. Ah, fröhliches Halloween. So, ist das schnell. Ich weiß nicht genau. Eigentlich sollten wir vielleicht einfach ein paar Süßigkeiten auf der Insel verteilen und dann... Oh, noch eine Wasserhandlung. Geil, dankeschön. Ich präsentiere falsche Wasserhandlung für Kürbisstab. Oh, cool. Wenn du noch einen Lolli findest, bringe ihn so zügig zu mir und hinge... Okay, jetzt hinge dein Leben davon ab. Ja, ist klar. Der Kürbisstab ist cool. Den hatten wir jetzt auch schon geschenkt bekommen, aber die Anleitung kennen wir noch nicht. Cool. Krass, Mann. Die beschenken uns heute so krass mit dem ganzen Zeug. Komm hier, ist das ganze Halloween-Zeug auf einem Haufen. Voll cool. Dass der auch mal wieder runterzoomt, so. Okay, Kürbisstab braucht 3 Sternsplitter und Kürbislaterne. Okay, die haben wir sogar dabei noch. Sternsplitter haben wir auch. Also wir könnten uns sowas noch herstellen. Aber ich habe den schon, wie gesagt. Ich glaube, ist das nicht sowieso, dass ich den gerade benutze auch? Ist das nicht eh der Kürbisstab? Ja, siehst du. Cool. Voll cool. So, okay. Ich würde erstmal ganz kurz zu Neppern Stepp und gucken, was die haben. Und dann müssen wir irgendwas tun für die Community. Ich muss mal gucken, vielleicht, dass ich die restlichen Bonbons noch verstreue auf der Insel so. Oder vielleicht 10 davon oder 20, mal gucken. Und dann halt eintausche, was ich eintauschen kann. Guck mal, eine Laterne verkaufen wir heute. Hallo, hallo, willkommen im Laden. Ach cool, süß, aber auch, dass sie heute den Regiestuhl und den Zwerg verkaufen. Beides immer zu sehen. Aber das hier kaufe ich auf jeden Fall noch. Kurzlaterne, ja. Das nehme ich mit. Dankeschön. Juhu, thank you. Thank you. So, Interesse habe ich auch hieran. Und zwar nehme ich noch einmal einen Bonbon mit. Nehme ich. Könnt ihr heute mehr verkaufen als nur eins? Dankeschön. Gibt es sonst noch etwas? Ich guck mal, ob ich noch mal eins kaufe. Tut mir wirklich leid. Ah, ne, okay. Nur einmal pro Tag. Hier, die bleiben dabei. Das ist in Ordnung. Nee, das wär's. Vielen Dank, ihr Süßen. So. Geilo. Ciao. Ich freue mich über das Skelett-Outfit. Das finde ich cool. Das finde ich echt gut. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich tragen soll, aber ich bin zufrieden mit dem Skelett. So, ich würde einfach hier überall auf den Wegen, wie wäre es, wenn wir da Bonbons droppen, einfach so. Und noch ein bisschen dekorieren. Ich würde eventuell mal schauen. Ich meine, wir haben ja jetzt super viel Holz noch im Lager. Ich nehme jetzt mal erstmal die Kürbisse mit und ich würde nicht weiter gießen, weil die sowieso, ich weiß nicht, ich weiß eh nicht, wie das läuft jetzt, ob das im November einfach verdirbt. Also ob das morgen alles tot ist dann. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auch, dass wir den Platz dann wieder kriegen, so ein bisschen. Hier hinterm Haus. Da können wir dann irgendwas Nettes machen. Entweder machen wir hier eine schöne Blumenzucht hin oder so. Weil ich habe irgendwie keinen Platz, wo ich Blumen richtig züchte. Oh, nee, das war eigentlich nicht geplant. Warte mal. Das stelle ich mal wieder hin. Kürbislaterne. Aber ich glaube, das ist jetzt bloß die einzelstöckige. Aber das geht auch. Die können wir da auch hinstellen. So. Die Musik ist halt krass so, ne? Ich bin
froh, dass sie nur heute läuft, ehrlich gesagt, weil auf Dauerschleife ist sie ein bisschen anstrengend, weil sie sehr charakteristisch ist. Und wenn du das nur hören würdest, so. Aber so ist es ja Gott sei Dank nicht. Und für heute ist es voll okay, ist voll cool. Unterstreicht das Feeling nochmal. Und ich habe halt extra gewartet, bis es abends ist, so ein bisschen, bevor ich aufgenommen habe, weil damit wir einfach ein bisschen die Stimmung auch haben von Halloween. So, oh Gott, das ist so viel, ey. Echt ein bisschen übertrieben mit den Kürbissen. Habe ich noch Platz? Ja. Nicht mehr die Welt, so. Okay. Ich muss dann dringend nach Hause und dann gucken wir mal, was wir noch zusammenschustern daraus. Und dann gucken wir auch mal, was wir noch färben. Ich weiß nicht, können wir eigentlich auch die Kutsche färben? Das habe ich nie probiert, die ganze Zeit nicht. Was ist, wenn wir eine weiße Kutsche daraus machen? Geht das? Das wäre eigentlich voll interessant, so. Aber wir haben jetzt gar keinen Platz mehr. Mal gucken. So, erstmal hier rein. Ein Teil an der Kürbisse muss ich erstmal weglegen. Ich kann nicht alle gleichzeitig dabei haben. So. Und warte mal, aber was ich noch habe, sind die Girlanden. Die würde ich mir mal gerne angucken. Haben wir hier noch vielleicht irgendwo Platz? Warte mal ganz kurz. Ich würde mal schnell hier ins Raster gehen. Und dann die Wände aufrufen. Den Hirsch weglegen und dann hier die Girlanden hinschmeißen, wenn es geht. Kürbis gelandet, genau. Geil. Ja, es geht und es sieht gut aus. Sehr schön. Ich mag das. Cool. Da hätte ich auch gerne die Wasseranleitung für, muss ich echt sagen. Das ist süß. So. Dann haben wir auch ein bisschen Platz hier. Ich würde... Warte mal, den einen hier können wir nochmal weglegen. Ins Lager. Dann hier die drei ins Lager. Eisenerz erstmal weg. Und dann Tapete. Boden. Und Teppich. Das haben wir jetzt alles hier schon im Wohnzimmer aufgestellt. Superheldenuniform geht auch erstmal ins Lager. Dann die Kapuzenpulli und nix weiter. So. Entschuldigung. Ich würde mal ganz schnell noch Zeug wie Holz und so holen, damit wir noch ein paar Sachen herstellen können. Ich weiß nicht, ob ich so viel Zeug überhaupt noch habe. Aber wir haben ja einiges an Mats bekommen jetzt. Das letzte Mal von euch. Vielen Dank dafür nochmal. So, warte kurz. Zack, zack, zack. Sternschippe brauche ich jetzt noch wirklich nicht. Ich meine, ich habe noch so viele Kürbisse. Guck dir das an. Wow. Ja, okay. Also, wir können noch ein bisschen was machen, auf jeden Fall. So, Holz nehme ich mal mit in die Tasche. Das Ding ist so. Ich weiß nicht genau, ob das reicht. Mit Eisen nochmal. Dann haben wir alles dabei. Vielleicht Lehm. Stein werden wir nicht brauchen. So, okay. So, fass an. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Kürbiskutsche können wir immer noch nicht herstellen. Warum? Was fehlt? Wir bräuchten... Ah, okay. Das Holz ist nicht genug. Aber ist nicht schlimm. Ich will noch ein paar Kürbistore herstellen. Oder eins zumindest. Ja. Damit können wir auf jeden Fall noch was anfangen. Irgendwie, irgendwo auf der Insel. Die sind schön aus. So, was geht noch? Wir können noch ein bisschen von... Was fehlt hier? Hier fehlt Hartholz. Okay, alles klar. Aber wir können Vogelscheuchen herstellen und zwar nicht wenig. Das machen wir auch. Vogelscheuchen sind cool. So. So, zack. Ich werde mal vielleicht nochmal 4 machen. Genau. Boah, was mache ich mit den ganzen Kürbissen, Leute? Ich habe keine Ahnung. So, Vogelscheuche ist fertig. Sehr schön. Nochmal. Geht ja alles klar. Okay. So, dann werde ich das dekorieren. Ich weiß nicht genau. Ich werde einfach ein paar Bonbons verteilen auf der Insel. Und ein bisschen Süßigkeiten, sodass die Leute auch nochmal ein bisschen mit Jakob interagieren können, während sie bei uns sind. Vielleicht kriegen sie auch nochmal cooles Zeug zusammen irgendwie. Und vielleicht haben wir noch ein bisschen Kram. Sehr gut. Und dann nochmal. Und dann würde ich nochmal 2, 3 von den Dingern herstellen. Oder 1. Ich verbrauche nochmal ganz gut welche. Ist nicht schlecht. So, nochmal bitte. Haben wir noch einen Kürbisturm. Machen wir 2 davon noch. Und dann nochmal einmal Laterne. Das ist schon echt viel. Wir haben echt schon viel gemacht jetzt. Ich habe leider kein... Oh, ist voll. Okay, alles klar. Dann folgendes. Dann würde ich noch umgestalten kurz. Aber ich will trotzdem noch mal gucken, ob ich die Kürbiskutsche auch umgestalten könnte.
Das Kürbistor, das braucht eh relativ viele, glaube ich. Das braucht 6 Stück. Gehen wir mal auf grün. Grün ist cool. Zack. Haben wir auch, glaube ich, noch nicht. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Egal. Sehr geil. Zack mal. Und dann weiter umgestalten. So, hier noch das... Ach, das Tischgedeck können wir auch umgestalten? Das wusste ich nicht. Geil. Das ist voll schön. Das gefällt mir voll. Cool. Das ist nicht geil. Danke. So, dann nochmal. Da muss die Kutsche auch gehen. Ich glaube, wir können alles davon umgestalten. Vogelscheuchen machen wir auch nochmal in diesen voll freundlich aus diesen... Ich mag die gelben. Gut, wir haben jetzt kaum gelbe noch dabei, aber wir können noch welche aus dem Lager rausholen. So, weiter. Zack. Ich mach mal noch eine grüne. Ja. Jetzt versuch ein bisschen Variation haben einfach. So, nochmal umgestalten. Kürbislaterne. Ja. Machen wir auch nochmal. Machen wir so eine gelben, die sind halt cool aus, finde ich. Und dann bringen wir erstmal alles an den Mann. Und dann reicht es aber auch mit Halloween, glaube ich, mit der Deko. Das sind ganz schön viele Sachen jetzt mittlerweile. So, ich mache mal noch so einen grünen Turm. Finde ich auch cool. Yay! Und was wir jetzt folgendes machen: Ich würde mal ganz kurz die Kürbisse nehmen, die wir jetzt noch haben, die orangenen, ins Lager werfen. Den restlichen Schnulli hier auch. Ich würde jetzt nichts weiter herstellen. Ich glaube, das reicht. Aber ich werde noch ein paar farbige rausholen eben. Dass wir die noch verbraten, die wir noch im Lager haben. Zum Färben einfach. Weil wir haben jetzt noch ganz schön viel, was wir färben könnten. So, weiße zum Beispiel. Packe ich mal in die Tasche. Machen wir mal 2 Stacks. Grüne haben wir auch noch genug. Machen wir mal 2 Stacks. Und gelbe auch. Cool. So, dann möchte ich rausgehen, weil ich würde mal gucken, ob ich die Kutsche vielleicht noch umfärben könnte. Das Zeug... Ja. Welche Kutsche färben wir um? Die obere oder die untere? Ich würde mal die obere nehmen. Der Himmel wirkt auch so violett und so. Das ist halt alles auch so bewölkt. Ich finde, das passt gut zusammen. So, Halloween! Geht mir das? Ich glaube, hier unten war gleich eine Werkbank, oder? Auf der rechten Seite? Ja, sehr gut. Die können wir gleich benutzen. Was soll ich tun? Etwas umgestalten. So, jetzt ist interessant. Können wir diese Kutsche, Kürbistor, Kürbis-Gedingsbums, Kürbiskutsche tatsächlich, oh mein Gott. Und ich habe die noch nicht gesehen, die anderen Farben. Gelb sieht geil aus. Grün sieht auch cool aus. Und weiß auch. Die sind alle krass aus. Ich nehme den weißen. Einfach, weil er geil aussieht. So, zack. Aber gelb ist auch cool. Warte mal, wir können noch ein bisschen was nehmen. Was machen wir hier? Mal hier, nehmen wir noch eine Vogelscheuche. Dann machen wir die noch grün. Zack. Ja. Ups. Cool. Und dann nochmal. Hier. Und die mache ich weiß. Weiß ist auch geil. Weiß sieht cool aus. Da haben wir noch nicht viel von. Jo, das war's. Dankeschön. So, und dann würde ich mal die Kutsche hier wieder hinwerfen. So, platzieren. Das ist voll geil. So, und dann aber noch ein Stück hoch. Und auf die Seite stelle ich noch eine Vogelscheuche. Keine Ahnung, welche Farbe das jetzt ist. Eine normale. Finde ich gut. Und dann würde ich mal vielleicht... Ich meine, hier oben haben wir ja die Fruchtallee, die hier anfängt. Und hier können wir immer noch Sachen hinstellen. Ich würde mal hier so dazwischen auch ein paar Sachen hinknallen. Hier und da. Kürbisturm platzieren. Ich mache es jetzt relativ random einfach. So, geil. Und dann hier noch. Kugelscheuche. Einfach, dass verschiedene Sachen hier dazwischen stehen, so. Oh, was ist das hier? Ist das Unkraut? Das sieht ja komisch aus. Okay. Dann machen wir hier noch was hin. Guck mal, da liegt noch ein Apfel. Der liegt bestimmt schon eine ganze Weile da. Eine grüne Vogelscheuche. Voll cool. Ich mag, dass die Variationen so sind. Dann stellen wir hier noch eine hin. Auch noch eine Vogelscheuche. Platzieren. Noch eine weiße. Oh, ich liebe das. Das ist so cool. Und sieht halt auch voll gut aus von Weitem so. Warte mal. Hier könnten wir auch noch ein paar.
Ich steche hier an die Ecke noch eine hin. Warte. Guck mal, da ist der Jakob. Mit dem können wir auch gleich nochmal dealen, so ein bisschen. Hier ist noch eine Kürbislaterne, die können wir da noch hinwerfen. Sehr schön. So, zack. Und dann aber noch eine ran. Zack. So, das nehme ich mit. Und dann stellen wir hier noch was hin. Kürbisturm, platzieren. Okay, dann müssen wir ein Stück nach vorne ziehen. Das geht so. Ja. Und dann hier noch. Noch ein Turm. Ja, das steht schon gut. Tja, ich liebe das. Das ist so cool. Und hier können wir auch noch was hinstellen, oder? Einfach in solche Ecken, die halt noch frei sind. Auch noch ein Turm. Ich habe das auch relativ random gemacht, so muss ich sagen. Aber es geht ganz gut auf. Also, gefällt mir trotzdem. Es ist halt echt, überall steht schon was. Aber genauso soll es sein. So, ganz ehrlich, ich finde das Unkraut auch nicht hässlich. Wie wäre es, wenn wir hier noch was hinstellen? So ein bisschen. Haben wir denn noch was überhaupt? Was ist das? Vogelscheuche? Ja, ist gut. Passt dahin. Ja, finde ich cool. Und dann hier noch eine. Haben wir noch eine Vogelscheuche? Das wäre voll cool, wenn wir noch eine hätten. Was ist das hier oben noch? Kürbistor. Nein, aber das Tor können wir jemand hinstellen. Ganz ehrlich, das wäre voll gut. Yes. Oh mein Gott. Können wir das noch ein Stück reinschieben? Das können wir genau reinschieben. Voll geil. Natürlich ist Rainer nicht da. Aber es wäre auch überraschend, wenn der heute hier wäre. Das Kürbistisch gedeckt. Das ist halt so ein weißes. Das ist eigentlich voll schön. Aber ich pack's einfach nach da. Dass hier auch was ist. Dann hat der Rainer, falls er kommt, kann er hier sich hier in die Ecke setzen und was essen unterm Stein. Ist auch in Ordnung. So, okay. Voll cool. Wir sind voll gut vorangekommen. Eine Vogelscheuche haben wir noch. Gehen wir mal noch los. Würde ich hier mit hinstellen. Vielleicht doch. An den Rand. Ich meine, ganz nach, wir müssen nicht alles direkt vollkleistern. Aber das ist schon cool hier. Nice. Voll schön. Okay. Ich meine, ich habe noch super viele Bonbons. Vielleicht können wir nochmal ganz schnell mit den Bewohnern so ein bisschen Tauschgeschäfte machen. Guck mal da, zum Beispiel mit der netten, freundlichen Liliane. Gib mir Süßes. Sehr gerne. Hier, nimm das. Ja, ein bisschen was habe ich noch. Da, bitteschön. Wow, vielen Dank, Nigoki. Dafür bekommst du von mir eine Bastanleitung. Für was? Für Kürbisgelände. Oh, cool. Dankeschön. Okay, ich habe gerade gesagt, ich hätte die gerne gehabt. Und jetzt habe ich sie bekommen. Voll geil. Vielen Dank. Okay, also du wirst halt einfach krass beschenkt, dieses Event lang. Das ist halt voll schön. Auch die Interaktion mit den Bewohnern gefällt mir gut so. Aber es ist heftig daran gebunden hier alles, offenbar. So, wisst ihr was? Ich werde hier einfach ein paar Stacks Kürbisse verteilen, den Weg lang. Einfach ein paar Sachen hinschmeißen, so. Ablegen. Schwupps. Warte mal, die können wir noch fusionieren. Zack. Ablegen. Warte, machen wir hier noch ein gelbes Stack hin. Vielleicht können sich die Leute, wisst ihr, dann können sich die Leute das mitnehmen. Falls sie das wollen. Tja, voll cool. So. Ach, guck mal hier, die können wir, das passt dann auch gut zusammen. Ablegen. Mal sehen, ob ein paar Leute vorbeikommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das so ist. So. Und hier lege ich auch noch hin. Okay, dann liegen da überall Sachen. Und dann können wir hier noch eben ganz kurz mit Wolli reden. Vielleicht hat die noch Süßes oder Saures. Noch einen schönen Lolli für uns. Dass wir dann noch von Jakob was kriegen, eventuell. Bitteschön. Aber ich glaube, wir sind relativ komplett fast mit den ganzen Sachen, die es gibt zur Halloween. Ah, hat sie echt einen Lolli noch gehabt. Dankeschön. Und irgendwas fliegt noch vorbei. So. Warte mal. Ich habe noch eine Schleuder. Ich guck mal, was es ist. Und wo, vor allen Dingen. Da vorne. Okay. Geilo. Mal gucken. Geschenk auspacken.
Kürbis-Süßigkeiten-Set. Kennen wir das schon? Ohne Scheiß, kennen wir das? Ich bin nicht sicher. Ich. Ganz ehrlich, es sagt mir gar nichts. Das ist mal geil. Warte mal ganz kurz. Guck mal, das braucht einen Orangekürbis und ein Bonbon. Drei Bonbons. Okay, geil. Das ist halt auch cool. Ich meine, davon haben wir noch nicht viele. Aber, egal. Hey! Gib mir Süßes! Also bitte! Vielleicht geben sie uns noch so ein Set, das wäre ganz cool. Da, bitteschön. Und die Lollis sehen wir halt auf für Jakob. Hurra, vielen Dank, Maestro. Dafür bekommst du von mir eine Bastanleitung für Kürbistisch gedeckt. Ah, danke sehr. Haben wir die nicht schon? Ich weiß nicht genau. Aber es sind die ganzen Bastanleitungen, die uns jetzt noch fehlten. Ich glaube, dass das Game uns das schon so gibt, dass wir jetzt nicht unbedingt alles doppelt haben. Yeah. Oh mein Gott, wir können alles lernen. Wir können das alles herstellen jetzt. Das ganze Jahr über. So, wo ist denn Jakob? Ich will den noch mal ganz kurz hier mit den Lollis versorgen. Oder mit dem... Ja doch, ich glaube, zwei Lollis haben wir noch. Ne, nur einen. Okay, das reicht aber. Okay, und währenddessen droppen wir überall Bonbons. Warte mal. Einen rausnehmen, wenn ich die jetzt alle erstmal rausnehme. So, dass die Leute auch was davon haben. Ups. Und die können ja auch mit... Ich hoffe, dass die auch mit meinen Bewohnern interagieren können dann. So, und ich behalte mal selbst noch drei. Wir schmeißen einfach überall Bonbons raus. Und die Leute sollen sich das nehmen dann. Das ist wie so eine Inseltour dann quasi. Im Idealfall. Aber wir machen das nur auf den Gehwegen. Ich werde auch nichts verbuddeln oder so. Und vielleicht nur im inneren Kern. Den wir übrigens die ganze Zeit belassen haben, ne? Ich habe immer noch dasselbe Layout im Grunde wie ganz am Anfang. Nur, dass sich den Fluss so ein bisschen verändert hat. Aber so im Endeffekt ist es immer noch der Fluss, der uns abschirmt hier. Den inneren Bereich. Nach außen hin. So, da ist der Jakob. Ah, den Geruch kenne ich doch. Süßes oder saures. Bitte sehr. Komm, wir holen nochmal was ab von ihm. Vielleicht hat er noch was Cooles für uns. Die Kürbiskutsche war halt, ist halt, glaube ich, das Krasseste, was es gibt. So, nein, nein, oh doch, aber ja. Aber ja, aber nein, aber ja. Ja, ich freue mich, dass es dir gefällt, mein Lieber. Gib mir jetzt auch was. Ich will auch was. Bruder. Köstlich. Danke für die Belohnung. Oh, was ist das? Wie gefällt dir der neue... eine Jakob-Maske. Geil, jetzt können wir komplett als Jakob rumlaufen. Das ist natürlich cool. Das können wir natürlich auch machen. Wisst ihr was? Da könnten wir aber auch einfach ein Gewand anlegen mit. Das mache ich auch. Warte mal, ich werde mir noch ganz schnell hier die Bonbons verteilen. Die restlichen. Ablegen. Jakob-Gewand, voll cool. Okay. Ich glaube, also jetzt nach Halloween müsste dann als nächstes wäre Thanksgiving dran. Da müsste dann so ein Truthahn vorbeikommen. Der uns auch Sachen gibt. Ich weiß nicht genau was, aber mal sehen. So, ablegen. Und dann haben wir hier noch ein paar. Überall liegen welche. Und da können wir die drei da auch noch verteilen. So. Die verteilen wir auch noch. Zack. Man sieht sie ja auch nicht alle. Mal sehen, wahrscheinlich müssen wir eh alle aufklauben dann zum Schluss wieder. Weil die Leute sich nicht trauen, die mitzunehmen. Aber genau das möchte ich, dass wir das tun. Beziehungsweise, dass wir auch nochmal ein bisschen interagieren können hier auf der Insel. So, dass es ein bisschen fröhlicher wird. Ablegen. Und jeder von denen kann dann halt auch bei Nepp und Schlepp noch was Sachen kaufen und meine Tina benutzen. Das ist auch gut. Okay. Ich denke mal, das ist in Ordnung so. Und dann würde ich mal noch ganz schnell versuchen, einen Zauberstab-Teil herzustellen. Ups, steck mal weg hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die Axt überhaupt draußen habe. Ich bin der Axtmörder. Kühlbox. So, Stab-Outfit ändern. Welches nehmen wir? Ich habe
Warte mal, ich werde mal hier Prinzessin Pooh überschreiben, vielleicht. So, Outfit. Entfernen das mal. Und speichere mal ein neues Outfit. Und zwar mit der Jakob-Maske. Und das ist halt original Jakob, ohne Scheiß. Sieht halt aus wie Jakob, als wäre ich Jakob. Voll geil. Und dazu noch die Kleider. Das ist hier das Jakob-Gewand. Genau. Aber dann haben wir. Jetzt haben wir halt nichts an da unten. Okay, warte mal, da brauchen wir noch schicke Schuhe. Vielleicht nehmen wir einfach Socken, so eine schwarzen Söcklinge. Und dazu noch irgendwelche schlichten schwarzen Schuhe. Irgendwas vielleicht, was wir doppelt haben. Dann sind wir das Paar schon los. Dann ist das da nämlich fest mit eingeschrieben. Aber ich habe keine schwarzen Schuhe doppelt, glaube ich. Okay, ich nehme einfach die Boots hier. Die sind okay, weil die auch ein bisschen Orange mit drin haben. Ja, finde ich gut. Plus. Und das Outfit heißt nicht Outfit 5, sondern es heißt. Es heißt Jakob. Jakob. Zack. Voll cool. Perfekt. Cool, vielen Dank. Wenn ich jetzt nämlich den Stab raushole. Warte. Das machen wir mal gleich, damit wir das auch sehen. Körperstab ausrüsten. Schwupps. Und dann einfach zu Jakob. Jakob! Yay! Cool, warte mal. Und ich muss noch meine Emoji-Leiste kurz ändern. Warte, wir nehmen. Was nehmen wir mal raus? Ich würde mal vielleicht das Schaudern. Oder warte mal, ich nehme mal Lachen raus. So. Und registriere was Neues. Und zwar. Warte, wir haben ja jetzt hier. Schocken. Das ist cool. Und dann Schaudern können wir drin lassen. Warte mal, das können wir auch drin lassen. Ablehnung können wir rausnehmen. Warte. Nee. Nochmal. Entschuldigt. So, warte. Ablehnung nehmen wir raus. Genau. Und registrieren dafür Erschrecken. Voll geil. Oh, das ist so cool. Ich mag das Halloween-Event. Endlich geht es auf. Hier alles. So, ich habe jetzt gar keine Süßigkeiten mehr. Und wisst ihr, was ich mache? Ich werde jetzt einfach nur. Ich werde jetzt mal ganz schnell. Warte mal. Lass noch mich zurückverwandeln. Hier, das können wir mal kurz registrieren hier. Okay, cool. So, und dann würde ich einfach die Insel aufmachen und dann werden wir Spaß haben zusammen. Ich weiß nicht genau, was geschehen wird, aber ich hätte gerne die Community um mich heute. Das wäre cool. Würde ich mich freuen drüber. So, dann machen wir mal hier rein. Vielleicht sehen wir auch ein paar neue Gesichter. Das wäre gut. So, dass wir dann vielleicht neue Kontakte. Ach cool, sogar der Dodo hat eine Mütze auf. Der Bodo, ey, voll geil. Mann, ich wäre auch so ein Hut mit Streifen. Voll geil. So, ich möchte Besuch empfangen. Möchtest du jemanden aus der Nähe oder online? Online, bitte. Verstanden. Lass mich mal schnell die Verbindung zum Internet herstellen. Na klar. So, guck mal, ich habe gar keinen Arsch in der Hose. Genau wie so ein Skelett halt hat. Nämlich keinen Arsch. So, Speichervorgang. Ein Schluck Kaffee so lange. Alle Freunde, bitte. Alles klar. Ich öffne jetzt den Flugsteig. Sehr schön. So, dann würde ich einfach. Ich meine, die Leute kriegen schon mit, wenn das offen ist, aber ich schreibe das noch schnell rein irgendwo. Kleinen Moment, ich weiß noch nicht wo. Ah, ein bisschen in die App. Genau. Hier. Beste Freunde. Und dann einfach an alle. Ne, das sind alle, die online sind gerade. Ich schreibe einfach, dass es offen ist. Schreib einfach, ist offen. Und die werden sich dann im Discord sowieso austauschen. Und ich hoffe, dass wir 7 Leute zusammenkriegen. So. Vielleicht kann ich noch. Vielleicht kann ich so lange, bis die Leute eintrudeln, nochmal schnell zu Nepp und Schlepp gehen und gucken, ob es noch ein, zwei Geschenke gibt, die wir mitnehmen können. Ah, es ist voll schön, auch wie es so dunkel ist langsam. Und die Leute sollen sich dann einfach mit meinen Bewohnern einfach kurz schließen und dann da Sachen tauschen. Ich hoffe, dass sie das auch können mit fremden Bewohnern quasi. Und ich bin gespannt, wie die Leute aussehen so. Das ist voll cool. Sehr willkommen, Dankeschön. Was habt ihr denn für ein Geschenk habt ihr heute?
Ihr Süßen, sag mal her. Okay, Gold. Gold ist toll. Gold nehme ich mit. Es ist 5 Stück, bitte. Vielen Dank. So. Auch nochmal 5. Und dann machen wir mal 10. Ich mache mal noch 10 Geschenke, die können wir auch noch random verteilen. Gucken, was wir da nehmen. Und denn. Ach ja, vielleicht noch irgendwie Partykracher oder so von euch. Goldenes Geschenkpapier ist halt voll geil. Hab ich noch nie gehabt. Partykracher, gucke mal hier. Partyknaller, genau. Nehme ich auch nochmal 5. Und 10. Ja, ich nehme nochmal welche. Dankeschön, da haben wir noch ein paar dabei. Okay. So, und dann gehe ich mal gucken. Ich meine, noch ist niemand da. Tschüss! Ich würde nochmal. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht ewig Zeit, das zu tun, aber. Nochmal schnell ins Haus huschen. Und dann nochmal ein paar doppelte Gegenstände rausholen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was verpacken. Und dann hier auch nochmal verteilen auf der Insel. So. So, dass die Leute quasi. Ich weiß nicht, Bonbons haben und ein bisschen Items, was sie finden können und so, wenn sie einfach rumstromern auf Luna Eye. Okay, ich würde mir hier vielleicht einfach Sachen schnappen. Oh, okay. Ja, jetzt trudeln die Leute ein, so langsam. Speichervorgang. Mal gucken, wer zuerst kommt. Oh, ich bin aufgeregt. Ich habe den Sekt schon kühl gestellt. Die Sunny, cool. Aus ja, was, wo kommt sie her? Jabba dabba du. Kommt. Cool. Freue mich. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir uns besuchen. Gegenseitig muss ich mir gleich eine Anfrage schicken, beim Loop Phone, damit wir uns auch weiterhin schreiben können. Das ist ganz cool. Ich schnappe jetzt einfach Gegenstände. Random Zeug aus dem Lager. Mal sehen, was es wird. Aber es ist immer ganz cool so. Dann haben die Leute was zum Aufklauben. Hey Sandy! Oh, wie geil! Oh! Wow! Wie krass das aussieht! Wisst ihr, woher das kommt? Das ist dieses Fest der Toten. Ich weiß nicht, wer feiert das? Irgendwo in Lateinamerika feiert man das. Da werden die Toten ausgegraben, glaube ich. Und dann feiert man die. Oh, es ist voll geil. Warte mal, ich muss gleich zu ihr, aber ich muss mal ganz schnell ins Lager. Und ich schnapp mir mal Sachen hier. Zum Beispiel den Schlitten. Den können wir gut verwenden. Und dann hier das hier. Und dann nehme ich mir noch ein Bettchen von Serenada. Und dann noch diesen Tresor. Und dann nehmen wir ruhig noch eine Kirschblütenlaterne. Warte, ja, gleich. Hier, Miss Flamingo, ein Riesenteddy. Und dann mache ich sofort zu. Und dann noch hier den Wellenbrecher. Okay. Ja, gut. Ich verstecke mich noch im Haus so lange. Aber das wissen die Leute ja dann, wenn sie die Folge gucken. Warum ich noch nicht gleich da bin. So, Speichervorgang. Ich muss auf jeden Fall gestatten, dass die Leute alles benutzen können und so. Sophie kommt! Hey, Sophie, wir haben uns lange nicht gesehen. Voll gut. Herzensgute Träumerin ist sie. Das klingt wie so eine Anime, wie so eine Magical Girl Serie. Herzensgute Träumerin Sophie! Aus Lodaira! So. Voll schön. Sophie ist auch voll aktiv im Discord immer. Wir schreiben viel miteinander, oder sie schreibt viel und ist voll rege immer die Konversation mit ihr. Ist voll cool. Freue mich. Wir haben es auch schon gesprochen mal sogar, ne? Voice Chat. Cool. Sie hat auch so ein Custom-Zeug an. Das sieht voll cool aus. Hey Sophie, voll cool. Ich habe mich jetzt noch nicht gezeigt. So, ich schnapp mir das mal eben. Und schick schon mal eine Anfrage kurz an die Sunny, dass wir da uns schon mal, warte mal, alle, wo war das? Hier? Nee. Die müsste, hier ist sie, guck mal. Zack. So, dass wir da auf jeden Fall
Warte, ich komm raus, ich komm raus. Ich wollte noch Geschenke packen. Ich bin mittendrin gewesen. Entschuldigung. So, warte, ich komme. Sie sieht so krass gut aus. Mit ihrem Outfit, das sieht voll geil aus, wirklich. Also ich find's der Hammer. So, warte mal kurz, wir müssen noch Sachen verpacken hier schnell. Schlitten. Ah ne, warte mal. Genau, so geht das. Einpacken. Den Schlitten. Und dann. Ich muss noch ein paar Sachen verpacken. Hier ganz schnell. Ich klicke so schnell ich kann. Ich will nämlich, dass die. Was macht sie da? Das hört sich voll lustig an. Das ist so süß. Warte mal kurz. Und dann noch ein Partyknaller. Puff! Noch ein Lolli. Voll cool. Warte, ich schmeiß auch noch Sachen hin. Ablegen. So, ich will natürlich hier noch weiter auspacken, einpacken die Sachen erstmal. Und mal gucken, ob noch jemand kommt, aber bisher sind es 3 Leute. Das wäre auch schön, wenn es 3 bleiben. So, danke! Juhu! Das sieht so cool aus, Leute. Ich mag das voll. Der Platz ist voll schön geworden, so an sich. Ah, da kommt jemand zu Besuch. Yes! Da sind wir schon mal zu viert, das ist schon mal cool. Ich hoffe, die Leute schnappen sich einfach auch vom Boden, was sie kriegen können. Und auch an den Bastelanleitungen sollen sie sich bedienen. Unbedingt. Das ist generell so eine Info. Wenn ihr bei mir auf der Insel seid, schnappt euch die Bastelanleitungen. Es sind so viele und ich habe so viel doppelt. Sonst fege ich da irgendwann durch und verkaufe die alle einfach bei Nepunschlepp. So, Beate kommt! Voll schön! Ist sie auch mal auf der Insel? Ist voll cool. Animal Mama. Cool. Ich glaube, Beate, sie waren zu zweit auf Island. Ich hab sie schon besucht. Also das heißt, wir müssten eigentlich beste Freunde sein bereits. Ja, sind wir eigentlich auch besucht. Also ich habe mir auch schon Sachen geschrieben eigentlich. Und sie ist auch im Discord unterwegs. Das war cool. Freue ich mich. Ich weiß nicht genau, wer von beiden jetzt gekommen ist. Mal gucken. Ah, lustig. Guck mal, sie hat ihr Jakob-Outfit an. Cool. Nice. Stimmt, so eine violetten Schuhe sind gar nicht schlecht. Das passt gut zu dem Outfit. Ja, finde ich gut. Ich weiß nicht, ob es extra Jakob-Schuhe gibt, aber ich glaube nicht. Du siehst halt auch die Hände immer. Deswegen sind wir jetzt auch so weiß angezogen. Warte. Ah, ich muss noch was verpacken. Oder habe ich noch was dabei? Ja, ich habe noch was dabei. So. Einpacken. Machen wir das noch. Zack. Einpacken. Guck mal, die beiden anderen begrüßen schon. Und dann hier noch einpacken. Dann haben wir es. Zack. So. So, dann gucke ich mal, was ich da bekommen habe von denen. Ups. Ah! Es wird langsam voll. Voll schön. Alle Trudeln. Ich hoffe, es ist genug Platz auf der Insel. So, komme ich hier noch durch? Ich glaube schon. Hier unten können wir raus. Ja. So, jemand kommt zurück. Jetzt aber. Ich weiß nicht, ob ich das dann zusammenschneide so ein bisschen oder ob wir warten. Ich meine, es ist ja nicht immer so spannend, wenn die Leute auf die Insel reinfliegen. Das dauert immer ein bisschen mit dem Laden. Mal gucken, wie ich das mache. Aber so ist es halt eine rege Sache, bis jetzt erstmal alle da sind. So. Tja, voll die Party hier. So, kommt jemand? Es ist halt, wenn die Leute... Oh, geil, wie sie aussieht. Oh. Okay. Ja, ich bin ja schon still.
Lustig. Sie setzen sich da erstmal alle hin. Was machen wir denn dann mit den ganzen Leuten? Sie sollen eigentlich nur rumgruseln und rumwuseln und dann gucken wir uns das Chaos an, wie alles passiert so. Und dann, ich habe jetzt kein Spiel vorbereitet, aber es war das letzte Mal auch ein bisschen schwierig in der 100. Folge, die Juicy kommt. Voll schön. Muschelfürst. In der 100. Folge war es ein bisschen chaotisch, als ich das vorbereitet hatte, aber ging ja sowieso alles drunter und drüber. Deswegen sollen die Leute jetzt einfach das schnappen, was sie finden. Und miteinander interagieren und Spaß haben. So, das ist eigentlich das, was ich wollte die ganze Zeit. Zu Halloween. Und dass alle gruselig aussehen. Und ich finde es auch super, wie die Leute aussehen bisher. Also sind echt kreative Sachen dabei. Ich finde auch cool, dass sie so ein bisschen Custom-Zeug anhaben. Ja, die Gesichter und so. Und auch das. Also die Totenmaske sieht toll aus. Ach cool, guck mal. Juicy von Snoopy. Wie siehst du denn aus? Oh mein Gott. Die Augen. Wie hat sie das gemacht? Furchtbar. Total. Total creepy. Voll lustig. Bah. Oh, da kommt schon der nächste. Ich glaube, wir sind da noch fast voll, oder? Also ich glaube, dann können noch zwei Leute kommen. So, warte, ich schmeiße ja noch hin. Die goldenen. Ablegen. Alles gebrochen. Ich will, dass ihr euch austauscht, Leute. Also alles, was hingeworfen wird, ist nicht unbedingt für mich. Sondern für euch, für uns alle. Das heißt, sobald alle da sind, schmeißen einfach alle alles hin. Das schreibe ich dann auch. Schmeißt hin und tauscht aus, so. Und schnappt euch was ihr könnt, so. Einfach auf die Straßen. Schmeißt die Geschenke auf die Straßen, schnappt euch die Sachen von der Straße. Wir haben einfach Halloween. Das ist oder meine Version von Halloween. Wir gehen einfach durch die Straßen in Animal Crossing und schnappen uns die Süßigkeiten, die wir finden. Unterwegs. So. Dass man quasi so ein bisschen das Halloween-Feeling nachvollzogen hat. Ich meine, wir können ja auch mit den Bewohnern austauschen die ganze Zeit. Jasmin, komm! Ich freue mich über dich, Jasmin. Yeah! Die nachtaktive Mutti! Aus Nephalem. Die Insel haben wir noch nicht besucht wieder, ne? Nephalem ist glaube ich, mal ihre neu gemachte Insel. Ich glaube, Jasmin hat zweimal ihre Insel neu gemacht. Einmal, weil sie den Spielstand verloren hat oder so. Und einmal, weil. Was ist jetzt passiert? Ah, okay. Und einmal, weil sie wollte, glaube ich. Krass, wie sie aussieht. Was, oh, sieht so creepy aus. Voll voller Splatter, ihr Zeug. Ihr Oberteil. Voll cool aus. Ist voll cool, das Custom Design. Ich meine, wir sind jetzt mit dem Standard-Anime, oder mit dem Standard-Halloween-Zeug gesegnet. Guck mal, es sind 1, 2, 3, 4 Leute sehe ich, da kommt die fünfte Person. Ich bin die Nummer 6, dann sind noch 2. So. Ablegen. So, ich lege immer noch Sachen ab, einfach. Hier und da. Hey, Sophie! So, ablegen. Und dann schnappe ich mir hier die Partyknaller und begrüße alle mit der Knallfunktion. Man weiß jetzt natürlich nicht, wer der echte Jakob ist, weil wir ja mittlerweile 3 haben. Das ist so witzig. Alle am Zittern hier. Oh ne, das war das Falsche. Wir sind alle Jakob. Wie er sich dreht, aber es ist so lustig. Oh mein Gott. Alle verwandeln sich. Wir machen Cyberpunk Frosch. Oh Gott, wie chaotisch. Krankenschwester. Die Krankenschwester ist auch geil. Das ist halt auch voll cool gemacht, dass sie gestochen ist.
So wirkt sie halt wirklich wie eine Zombie-Krankenschwester. Es ist voll cool. Mit dem geschwollenen Auge. Es ist halt voll lustig. Sind wir schon komplett? Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir jetzt haben. Warte mal, ich flack mich mal kurz hier auf das Sofa. Und dann schreibe ich Leute. Leute. Willkommen, schreibe ich. Ich hätte mich synchronisieren sollen. Mit der App. Oh, da kommt jemand. Mal sehen, wer es ist. Jemand kommt zu Besuch. Er hat es versucht zumindest. Gerade. Das sieht auch toll aus, was du anhast da. Ich weiß gar nicht mehr, wer ist. Alle sind so verkleidet so. Ich weiß gar nicht, wer ist. Das ist echt so. Das macht so Spaß. Ich hab aber schade, dass ich Lachen rausgenommen habe. Lachen ist auch cool. So. Kann man, wie viele Leute hier. Guck mal, da ist Edith. Mit Edith habe ich noch gar nicht geredet. Hey Edith, gib mir Süßes. Also bitte, sonst muss ich dir leider einen Streich spielen, Lahm. Oh, tut mir leid, du hast gar keine Halloween-Süßigkeiten dabei. Ich würde jetzt halt Süßes von dir annehmen. Komm doch später zu mir, Lahm. Okay, süß. Okay, aber da wollte jetzt gerade noch jemand kommen, aber jetzt kann er nicht. Irgendwie. Aus Gründen. Ich schreibe noch, schnappt euch, was ihr findet. Schnappt. Schnappt euch. Was ihr und dann auf der Straße findet, wollte ich schreiben. Oh. Fenster schließen. Alle sind da eh am. Das kommt nicht durch, weil die Leute zu interaktiv sind. Ich schreibe noch, auf der Straße findet. Ich kürze es ab. Grüße von Lina Nigoki, danke Juicy. Ja, sie wird nicht kommen, sie wird es nicht raufschaffen wahrscheinlich. So, ich guck mal kurz, ob ich noch Leute registrieren muss von hier. Dass wir die alle zusammenkriegen. Online, beste Freunde, alle. So, wenn ich jetzt. Guck mal, Juicy, wie sie aussieht. Violett und so, ist voll cool. Jasmin, als beste Freunde. Zack. So. Wen haben wir noch? Gibt's noch jemanden? Ich glaube, Jasmin war die letzte, oder? Ja, ich glaube schon. Ich finde es voll cool mit dem ganzen Zeug hier. Guck mal, wie alle rumwuseln. Das ist so cool. Guck mal, es ist voll schön geworden, unser Halloween-Platz. Wir müssen ihn jetzt mal ein bisschen appreciaten hier. Guck mal. Die ganze Arbeit und so. Und das ganze Deko-Zeug. Aber es ist cool. Wir haben es ziemlich kunterbunt durcheinander gewürfelt so. Aber es ist voll schön geworden. Guck mal, die Leute sind fleißig am Eintauschen. Das ist auch schön. Und wisst ihr, was wir noch machen können eben? Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wir könnten das ja mal versuchen. Oh. Ich habe überlegt, ob ich noch einen Amiibo rufe. Aber, nö, das machen wir nicht. Nicht heute. So, die Leute sind alle am Rumwuseln und sammeln sich das Zeug ein. Das ist voll schön. Ich habe jetzt nur 10 Geschenke verteilt, aber ich weiß nicht, ob sie mit den Bonbons was anfangen können. Aber die werden selbst alle super viel Zeug haben. Da, ich laufe einfach mal hinterher hier. Da, komm mal her. Schnappt euch die Bombse. Warte mal, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr einpacken und Sachen verteilen.
So, warte. Ich gehe mal nochmal schnell hier rein. Wir finden da noch was. Ganz viel Zeug. So. Aber es ist relativ cool. Man hat das schöne abwechslungsreiche Sachen, die man haben kann. Warte mal. Hier, genau. Deiner Stuhl packe ich mal noch in die Tasche. Genau. Ein paar deiner Stühle. Das ist halt auch cool, weil die Leute können es dann registrieren, wenn sie das noch nicht hatten. Ich will nicht jetzt alles mitnehmen, weil... Essmaschine. Wenn ich die auch mal loswerde. Bambussprossenlampe finde ich selbst cool. Hier, Espressomaschine, die können wir mal noch verschenken. Und dann, was ist das hier? Brettspiel? Okay. Dann machen wir hier noch so eine... Von mir aus den Rehkopf. Okay. Und dann noch das Fischchenschild. Und Böden. Ja. Komm, ein Mondteppich noch. Ich will mir den auch mal... Ach, guck mal hier, da haben wir tatsächlich den Erdenteppich auch. Weltenteppich. Ah ja, cool. Voll schön. So, habe ich noch ein paar Klamotten vielleicht, die doppelt sind? Keine Ahnung. Lass uns erstmal nochmal kurz an die Gegenstände gehen, sodass wir da noch ein bisschen loswerden. Hier, Schlafsack. Hier, das, die Asienwand schon ist toll. Ich meine, die habe ich auch mal geschenkt bekommen, aber ich kann das nicht alles verwenden. Hochzeitsdings werde ich auch mal noch einpacken. Und den Lernschreibtisch auch. So. Ich muss noch ein bisschen Geschenkpapier kaufen. Dann machen wir noch eine zweite Runde. Hihi. Ich schreibe auch, denkt an die Bastelanleitung. Dass die Leute da oben. Nehmt euch Bastelanleitung. Nehmt auch. Auch. Anleitungen. Oh Gott, wie sie aussieht, wirklich. Anleitungen. So, da drüben. Ihr wisst schon wo. Am Strand. Vom Strand. Wie es rumwuselt. Ich liebe das. Das ist so cool. Vom Strand. Vom Strand. So, warte kurz. Ich will noch ganz schnell Sachen einpacken. Ich muss mal noch ein bisschen Geschenkpapier holen. Dann schmeißen wir noch Sachen rum. Zack. Ich muss aber ganz schnell hier ran. Ich mag das goldene Geschenkpapier sowieso. Das hätte ich gerne noch ein bisschen auf Vorrat. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel, wir können hier noch einmal so ein Schiffchen mitnehmen. Ja. Zack. Das ist ganz süß. Und dann können wir hier nochmal ganz schnell Geschenkpapier kaufen. Ich will nämlich meine Community auch so ein bisschen, weißt du, die schenken mir die ganze Zeit irgendwelches Zeug und das ist voll cool und ich liebe das. So, ich gehe da mal. Oh, Sophie haut schon wieder ab. Oh nein, oh mein Gott. Und ich bin hier die ganze Zeit. Okay, ist egal. Wisst ihr was? Genug Geschenke. Ich gehe raus zu meinen Gästen. Das ist blöd sonst. Sonst bin ich die ganze Zeit unterwegs und die Leute sind schon am Gehen, so, weißt du wieder. Nee, kommt dann auch noch. Ach so. Okay. Okay, danke. Okay. Danke, Sophie. Aber süß, also ich meine die Bonbons bei Juicy. Wo seid ihr? Da. Okay. Warte mal, ich will noch kurz Sachen einpacken. Aber die Emotes sind richtig cool, auf jeden Fall. Oh, sie weint. Warum weint sie? Da kommt jemand! Ist das Celine? Leute. Manu, ich hätte gerne irgendwie eine Möglichkeit gehabt, dass irgendwie... Tschüss, Sophie. Besser zu planen, so.
Ich meine, ich wollte halt auf jeden Fall heute spielen Animal Crossing, weil, ne, wegen dem Halloween-Event und das ist nur einmal im Jahr. Wir haben den ganzen Oktober darauf hingearbeitet. Und ich freue mich, dass die Community den Tag mit mir teilt und dass die Leute da sind. Krebsen dann halt alle rum miteinander. Es wäre cool, wenn man so ein bisschen mehr Sachen bekommen würde, die man zusammen interaktiv machen könnte. Wenn es dann wirklich irgendwie so wie so ein Brettspiel geben würde oder sowas, was man spielen könnte zusammen. Also auf einer Insel. Oder ich fänd's auch wirklich cool, wenn die Leute. Oder wenn man einstellen könnte, dass man, was weiß ich, zusammen eine Insel aufbauen möchte, dass man sich ein Spielstand wirklich online teilen könnte, komplett. Also so komplett, komplett. Dass man, weiß nicht, Sachen herstellen kann oder auch die Umgebung verändern kann und so. Und Dinge aufstellen kann. Das wäre cool. So. Puff! Juhu, ihr seid süß! Mann, die Hexenhüte sind voll cool. Das ist halt so ein cooles Kostüm, ganz ehrlich. Puff! Happy Halloween! Yeah! Nice! Juhu! Ich würde gerne noch ein bisschen mehr einpacken, aber. Jakob. Oder ist es jemand anderes? Ist es überhaupt Jakob? Ich glaube schon. Das, was ich kaufe, ist doch nochmal ganz schnell Geschenkpapier und werde nochmal ein paar Sachen verteilen. Einfach bis Line da ist. Ich meine, wenn Line noch kommen wollte, dann soll sie das machen. Ich glaube, es war nicht ganz voll. Ich glaube, es ist einfach nur immer abgebrochen, weil wir irgendwas gemacht haben die ganze Zeit. Es ist immer so ein bisschen instabil mit der Nintendo Connection. Das konnten sie noch nie so gut. Aber es ist halt so, wie es ist. So, genau. Hier, die Rose, die goldenen nehme ich nochmal mit. 5 Stück müssten reichen. Dankeschön. Oder gib mir nochmal 5. Ich habe heute auch nichts irgendwie großartig umgestaltet auf dem Friedhof. Ich meine, so 2, 3 Sachen sind dazugekommen, aber das war's dann. Aber wir haben noch viel zu tun für den Friedhof und so. Oder das machen wir dann, wenn wir aufgeräumt haben im November. Ich habe auch beschlossen, dass ich im November so ein bisschen mehr mit der Community machen wollte. Das heißt, wieder Leute besuchen würde, gerne. Mir da ein bisschen neue Anregungen holen will. Und mal sehen, wie das alles läuft. So, hier sind nochmal Geschenkpapiere. Die können wir nochmal nehmen zum Einpacken. So. Die Leute freuen sich darüber und ich freue mich, wenn sich die Leute freuen. Und ich will auch nicht, dass sie das gleich sehen können, was hier was ist, sondern die sollen einfach nehmen, was sie haben und dann glücklich sein damit. So. Dann machen wir mal noch eine Runde. Ich meine, ich habe jetzt noch ein paar Geschenke zusammengesucht. Das ist okay. Ja, ich hätte gerne mehr Vorbereitung gehabt, aber das Problem ist, es ist halt, ich will halt das Let's Play immer so halten, dass ihr alles seht, so, wisst ihr? Weil ich, das bisher habe ich eigentlich jede Minute, die ich Animal Crossing gespielt habe, mit euch gespielt. So, das ist noch ein Lernschreibtisch und genau, das machen wir auch noch. Und so will ich es ja doch beibehalten. Das heißt aber auch, dass solche Events immer sehr spontan sind. So, und dann schmeiße ich einfach alles hier auf die Straße. Nicht alles auf einen Fleck, sondern gehe nochmal durch. Ich meine, die Leute glauben das dann schon auf. Und sie sehen halt, dass von mir die goldenen Geschenke sind. Also ich habe auch Geschenke bekommen, aber die haben dann andere Farben. Und da wird eh nicht alles weggehen von. Aber so kriegen wir auch das Lager mal ein bisschen sauber. Und sorry Leute, falls ich gerade irgendwas weiter verschenkt habe, was ich von euch habe. Das war völlig unbeabsichtigt. So. Dann tauchen halt immer wieder ab und zu Geschenke auf hier und dort. So, und hier vor der Haustür mache ich auch noch eins. Ich weiß halt auch gar nicht mehr, was was war, aber es ist genau der Sinn der Sache. Ah, ist nicht genug Platz, okay. Gar nicht mehr. Ups. So. Ablegen. Also, ich finde es richtig cool. Ganz ehrlich, ich finde es schön, dass Jakob da ist. So. Guck mal, und die sind auch alle da oben mitten. Süß, hat sie einen Blumenstrauß?
Sie hat eine krasse Maske. Ich finde das toll, was sie aufhat. So. Das ist halt toll. Yeah! Weil die kannst du ewig weiter zittern, so wenn du dich nicht bewegst. Du zitterst dann einfach eine Stunde lang. No! Oh? Entschuldigung. Okay. Ihr Süßen, das war auf jeden Fall eine coole Sache hier. Die Marina, die hat übrigens auch noch eine Halloween-Party laufen. Nebenbei. Und vielleicht können die anderen Leute dann noch rübergehen. Ich meine, ich muss noch schneiden und so. Aber es war schon cool, auf jeden Fall. Und ein sehr, sehr schöner Oktober. Ich muss echt sagen, jetzt rückblickend auf den Oktober, ich mochte das Halloween-Event sehr, sehr gerne. Ich fand es super, dass Nintendo uns diesmal die Möglichkeit gegeben hat, uns selbst quasi die Kürbisse anzupflanzen. Ganz anders als zu Ostern, wo die Sachen einfach alle rauskamen aus allen Ecken und du so nicht mehr wolltest und nicht mehr sehen konntest. Und jetzt hatten wir... Danke, Jussi. Und jetzt hatten wir die Möglichkeit, es halt selbst zu bestimmen. Ich habe ein bisschen viel gemacht, muss ich sagen. Ich habe voll viel Kürbisse übrig. Mal gucken, was ich das ganze Jahr über damit mache. Euch erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Animal Crossing. Schaut euch auch Phasmophobia an. Ich habe passend zu Halloween auch da nochmal eine große Folge gemacht. Bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt an die Pandemie. Wir sind nicht durch mit der ganzen Scheiße und wir sollten alle aufeinander gehen. Das ist ganz wichtig, ne? I love you, all of you. Dankeschön für alles. Tschüss, ihr Süßen.